Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis und Hamburger Personenauffangnetze. Heute begrüßen wir zu unserem kleinen Sommerinterview bei Dynamo TV Tim Knipping. Du warst der erste Neuzugang. Hier in unserer AOK Plus Walter Fritsch Akademie haben wir auch einen Neuzugang, und zwar unseren Multifunktionshügel. Hast du jemals in deiner Karriere schon mal Kontakt zu einem Fitnesshügel gehabt? Ja, hatte ich. Und zwar war das während meiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach Amateure. Da hatten die auch so einen Fitnesshügel, von daher ist der mir schon bekannt. In Wolfsburg hat der Fitnesshügel 1 den Beinamen bekommen unter Cheftrainer Felix Magath, Hügel der Leiden. Wie gern leidest du bzw. wie gern quälst du dich im Training? Ich glaube, dass ich schon einer bin, der sich sehr, sehr gerne quält, weil ich glaube, dass das das Fundament und die Basis ist, was man dann braucht, um dann auch fit ins Spiel gehen zu können und da dann auch die Siege dann zu holen. Du hast in deiner Karriere schon einiges erlebt, bist mit 27 im besten Fußballeralter. Man sagt Fußballprofis allgemein nach, dass die, umso älter sie werden, immer professioneller werden. Würdest du das bestätigen? Ist das in deinem Fall genauso? Das würde ich schon so bestätigen. Ich glaube, dass ich eigentlich von Anfang an sehr, sehr professionell mit meinem Körper umgegangen bin, aber aufgrund dann, sage ich mal, auch von Verletzungen, wo man natürlich das ein oder andere Wehwehchen dann auch mal mehr merkt und dann auch im Alter, was dann auch so ist, wird man dann einfach noch professioneller. Man pflegt seinen Körper dann noch mal umso mehr. Man lässt sich vielleicht das ein oder andere Mal noch mehr behandeln, schaut dann auch noch mal genauer drauf, wie man sich ernährt, um einfach, sage ich mal, wirklich das letzte mögliche Prozent dann auch aus sich selbst rausholen zu können. Du warst im Sommer der erste Neuzugang in einer schwierigen Situation für den Verein nach dem Abstieg. Du hast deinen bis 2021 laufenden Vertrag in Regensburg aufgelöst, du hast auf Geld verzichtet, du bist ein sogenannter Überzeugungstäter, und die sind bei Dynamo Dresden aus Tradition besonders beliebt. Warum hast du dich so klar und deutlich als ambitionierter Zweitligaspieler für einen Drittligisten entschieden? Ja, also wie gesagt, Dynamo, ich hatte es ja schon mal erwähnt, ist immer schon ein Verein gewesen, der mich sehr interessiert hat. Ich bin, glaube ich, ein Spieler, der über Emotionen und Leidenschaft kommt, und dafür steht natürlich auch der Verein, glaube ich, wie kein anderer in Deutschland, mit den positiv verrückten Fans, mit dem Stadion. Immer wenn wir oder wenn ich mit Regensburg oder Sandhausen gegen Dresden gespielt hat, hat man sich immer darauf gefreut, egal ob Heim- oder Auswärtsspiele, weil man wusste, dass die Bude voll ist. Und deshalb spielt man eigentlich auch Fußball von klein auf. Man möchte vor vielen Zuschauern spielen, und ja, das ist halt ganz besonders hier. Und da ich in meiner Karriere schon das ein oder andere erlebt habe, auch negative Erlebnisse, weiß ich das natürlich umso mehr zu schätzen, dass ich überhaupt noch Fußball spielen kann. Und ich bin einfach hierher gekommen, weil ich wieder Spaß am Fußball haben möchte. Ich möchte jeden Tag auf diesem Grün stehen, der Arbeit nachgehen, die mir Spaß macht. Das ist Fußball spielen. Und deshalb habe ich mich ganz bewusst für diesen Schritt entschieden, weil letztendlich kommt es nicht darauf an, ob man, sage ich mal, ein paar Euros mehr oder weniger auf dem Konto hat, sondern man sollte einfach das machen, was einem glücklich macht. Und nach den Gesprächen, die ich halt hier mit den Verantwortlichen hatte, war ich von Anfang an zu 100% überzeugt, und deshalb habe ich mich frühzeitig dann auch für diesen Schritt hier entschieden. Bevor wir zu den Erfahrungen kommen, die dich auch geprägt haben, eine Frage: Du bist als Neuzugang direkt, gehörst du zum Kreis der Führungsspieler. Wie sieht für dich ein idealer Führungsspieler im Mannschaftssport Fußball aus? Ja, ich glaube, dass ein Führungsspieler nicht nur in guten Zeiten wichtig ist, sondern gerade halt auch, wenn es mal nicht so läuft. Wie gesagt, ich bin in einem sehr, sehr guten Alter, wo ich auch schon sehr, sehr viele Dinge durchgemacht habe, wo ich auch sehr, sehr viele Dinge mitnehmen konnte aus dem Leben. Und ich glaube, das ist auch wichtig, gerade an die jüngeren Spieler dann auch mitzugeben, was es überhaupt heißt, wirklich jeden Tag auf diesem Grün stehen zu können und dem nachzugehen, dass man gesund ist, dass man fit ist, dass man einfach Spaß bei der Sache hat. Das wird oftmals vergessen, wenn man, sage ich mal, nicht solche Erlebnisse durchgemacht hat. Und ich glaube, das ist das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Und das werde ich natürlich versuchen, hier auch in die Truppe einzubringen, dass wir einfach Spaß haben und dass wir uns dann natürlich auch noch quälen werden, um dann am Wochenende dann auch die Punkte nach Hause zu holen. Zwei Erfahrungen, die dich ganz gewiss geprägt haben, sind 2018 Schienbeinbruch, 2019 ein Bandscheibenvorfall. Das sind nicht nur für einen Leistungssportler dramatische Verletzungen. Wie gehst du als Mensch mit Rückschlägen in deinem Leben um? Ja,
du hast es ja angesprochen, ich hatte jetzt, glaube ich, schon für mein Alter genug Rückschläge. Die haben mich aber umso stärker gemacht, weil ich glaube, dass man wirklich aus jeder negativen Erfahrung was ganz Besonderes halt mitnehmen kann. Und wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, dass ich halt eine Person bin, die eigentlich das schon sehr, sehr schätzt, was man hat. Aber gerade wenn einem das fast alles genommen wird, dann wird einem das halt noch bewusster. Und das konnte ich halt wirklich aus diesen schwierigen Zeiten mitnehmen. Und deshalb bin ich einfach umso glücklicher, hier heute stehen zu können und für Dynamo Gas geben zu können. Es ist nur schwer zu übersehen. Eine 37 cm lange Narbe wird dich dein Leben lang an diesen Tag erinnern. Im Mai 2018, man muss sagen, dass du sogar noch Glück im Unglück hattest. Denn nach 8 Schienbeinoperationen drohte zwischenzeitlich sogar die Amputation deines Unterschenkels. Wie verarbeitet man so eine krasse Lebenserfahrung? Also kurz nachdem halt dieses, sag ich mal, Unglück passiert ist, war das natürlich sehr, sehr heftig. Und vor allen Dingen nach der zweiten Notoperation, wo dann natürlich mein Bein aufgespalten werden musste. Und nachdem ich dann aufgewacht bin und das Bein halt neben mir liegen sehen habe, war das natürlich, sag ich mal, auf Deutsch ausgedrückt ein Schlag in die Fresse. Und man hat sich erstmal gedacht, okay, wo bin ich hier gelandet? Und für einen kurzen Moment ist, sage ich mal, auch das ganze Leben mal kurzzeitig zusammengebrochen. Umso wichtiger war es, dass dann meine Freunde und meine Familie dann bei mir waren, die dann wirklich, wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin, die dann, sage ich mal, weil ich ja nicht vor Ort gewohnt haben, direkt zu mir ins Krankenhaus gekommen sind und mir da Mut gemacht haben. Und die ersten 2-3 Tage nach dieser OP waren wirklich brutal, wo ich auch zugeben musste, dass das wirklich sehr, sehr hart war. Aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt musst du einfach den Schalter umlegen, nach vorne schauen. Es bringt jetzt alles nichts und jetzt gibst du Gas, dass du einfach schnellstmöglich zurückkommst und es einfach allen zeigst und auch vor allen Dingen dir selbst, dass du umso stärker noch zurückkommen kannst. Und ich glaube, das ist mir dann damals auch sehr, sehr gut gelungen. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass dein Vater an dem Tag an deiner Seite war, als die Verletzung passiert ist. War er, beziehungsweise gab es andere Menschen, die in der Zeit ganz wichtig für dich waren, die dich auch mental unterstützt haben? Ja, vor allen Dingen meine Eltern natürlich. Wie gesagt, mein Vater war, als das passiert ist, im Stadion. Meine Mama und meine Familie hat vor dem Fernseher das Spiel geschaut. Die sind dann natürlich direkt dann ins Krankenhaus am nächsten Tag dann gekommen. Und die waren dann sehr, sehr wichtig. Mein Vater ist auch bei der Bundeswehr. Der hat auch schon, sage ich mal, nicht allzu schöne Dinge erlebt in seinem Leben. Und natürlich aus Erfahrung konnte er mir dann auch wirklich dann auch Tipps geben, um dann, sage ich mal, gestärkt aus solchen Situationen dann auch hervorzugehen. Du bist ein körperbetonter und leidenschaftlich kämpfender Innenverteidiger. Hat sich deine Verletzungshistorie irgendwie auf dein Spiel als Abwehrspieler ausgewirkt? Ich glaube, dass ich noch unangenehmer geworden bin. Wie gesagt, ich bin einfach ein Typ, wenn was passiert ist, dann ist es passiert. Dann denke ich auch nicht darüber nach. Vor allen Dingen jetzt auf das Bein bezogen. Ich weiß, dass ich einen Nagel im Schienbein habe, dass es jetzt eigentlich doppelt so sicher ist, dass jetzt eigentlich schon ein Traktor drüber fahren müsste, dass was passiert. Deshalb sage ich einfach, dass es, glaube ich, jetzt noch unangenehmer ist, gegen mich zu spielen, weil ich einfach jetzt, sage ich mal, noch glücklicher bin, auf dem Platz zu stehen. Der Geschäftsführer Ottmar Schork von Sandhausen hat dich mal als Krieger der Defensive bezeichnet. Dein ehemaliger Trainer Uwe Koschinat hat über dich in Sandhausen gesagt, Tim ist ein Mentalitätsspieler, der die Mannschaft mitreißen kann. Es gibt angenehmere Dinge im Leben, aber wie würdest du dich als Typ beschreiben? Ich glaube, dass ich ein sehr, sehr offener, lustiger Typ bin. Ich glaube, dass ich eigentlich mit fast jedem auskomme. Ich versuche einfach jeden Tag wirklich zu genießen, jeden Tag zu schätzen. Ich habe ein wunderbares Leben. Ich kann dem nachgehen, was ich liebe, was ich seit klein auf versuche, das ist Fußball zu spielen. Und ich habe eine sehr, sehr gute Erziehung genossen. Von daher glaube ich, dass ich da wirklich mit allen auskommen kann und versuche das dann wirklich auch, ich habe es vorhin schon gesagt, dann auch an die jungen Spieler dann weiterzutragen, weil es halt nicht wirklich normal ist, dass man diesen Beruf nachgehen kann. Und das ist so das, wonach ich lebe. Wir würden uns freuen, wenn du deine Mitspieler und irgendwann auch wieder unsere Fans im Stadion mitreisen würdest, mit deiner Art Fußball zu spielen. Schön, dass du bei uns bist, Tim. Herzlich willkommen der Dynamo-Familie. Dankeschön.